ophthalmologische Quartett. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ophthalmologischen Quartetts hier bei iFox. Das Thema der heutigen Sendung ist Kornea und wir haben uns bemüht, auch in dieser Sendung Fälle abseits des klinischen Alltags für Sie auszuwählen. Ich freue mich auf meine Gäste der heutigen Sendung, Frau Dr. Katharina Latz aus der Augenklinik Dardenne in Bonn, Frau Professor Anja Liegfeld aus der Augenklinik des Klinikums Ernst von Bergmann in Potsdam und Herrn Professor Philipp Eberwein aus dem Augenzentrum Rosenheim. Beginnen möchte ich in dieser Sendung mit meinem Fall ausnahmsweise einmal, ein Fall einer DMEC, wie ich sie heute nicht mehr haben möchte. Ich stelle einen Fall vor, ein 80-jähriger Patient, der sich mit einer bullösen Keratopathie in unserer Praxis vorgestellt hat. Grund der bullösen Keratopathie war letztendlich eine Endotheldekompensation nach mehrfachen Voroperationen. Sie sehen hier ein Auge mit einer Teil-Iris-Prothese. Links die Kochprothese, rechts das natürliche Irisgewebe zu sehen. Gleichzeitig Zustand nach mehrfacher Vitrektomie und einer sklerafixierten Linse. Im Nachgang muss ich sagen, war, und das ist ein Fall, der schon einige Jahre zurückliegt, insbesondere in der Form der Operationstechnik sicherlich die DMEC nicht die ideale Variante. Sie sehen hier zunächst die Präparation der Empfängerhornhaut. Das funktioniert alles noch ganz gut. Und der Luft, das Abpräparieren. Aber auch hier sieht man schon vielleicht im Detail, dass sich die Irisprothese anders verhält. Sie liegt relativ steif in der Vorderkammer, hat man keine Beweglichkeit. Aber hier war ich noch ganz guten Mutes, lässt sich das Gewebe sehr schön abtragen. Auch das unter Lufteingabe kontinuierlich, dass die Kammer stabil ist. Auch hier ist noch kein Verdacht, dass irgendeine Instabilität des Bulbus vorliegt. Aber das ist sicherlich der kontinuierlichen Lufteingabe zu schulden. Immer wieder bei der bullösen Keratopathie, zumindest nach meinem Gefühl, anders als bei der Fuchs'schen Endotheldystrophie, ist es etwas schwieriger, das Endothel abzutragen, weil das nicht so eine richtig kompakte Membran ist oder Pseudomembran. So, dann wird hier mit der Geuderkartusche das Ganze implantiert. Das gelingt auch noch ganz gut. Sie sehen recht straffes Transplantat, das sich also nicht spontan aufrollt. Und hier versuche ich die Vorderkammer zu stabilisieren, vorsichtig. Aber Sie sehen auch hier schon sehr tiefe Vorderkammer. Das Transplantat tanzt dort richtig. Und dann Versuch der Entfaltung. Das ist eigentlich ein schöner Status, wo man sagt, man hat so eine Art Double Roll schon und würde jetzt eigentlich vorsichtig mit Luft beginnen. Sehe aber Vorderkammer immer noch nicht stabil, Bulbus relativ weich. Versuche das nochmal so ein bisschen besser zu stabilisieren. Und dann beginnt eigentlich oder nimmt das Drama seinen Lauf. Sie sehen, irgendwie findet das Ganze seinen Weg hier. Der Versuch in der kleinen Eingabe in der kleinen Bubble ist nicht wirklich erfolgversprechend. Die Luftblase läuft automatisch zwischen Transplantat und Empfängerhornhaut, wird wieder vorsichtig abgesaugt. Auch hier eigentlich ein Zustand, hoppala. So, und dann beim Stellen der Vorderkammer passiert genau das. Aufgrund der fehlenden stabilen Barriere zwischen Hornhaut, zwischen Vorderkammer und Hinterkammer, rutscht das Transplantat, rollt sich ein, weil es sehr schön straff ist, und rutscht in diese Lücke zwischen der Irisprothese und der Iris. Und das irgendwie mit Spülung nach vorne zu kriegen, misslingt. So, in der Zwischenzeit beginnt der Operateur wild mit der Schwester zu sprechen und sagen, besorgt mir mal schon die Vitrektomie-Pinzette, die dann auch hier kommt, aber das Transplantat ist schneller. Und, dann sitzt man erstmal da und ist bemüht, vorsichtig zu atmen. Was macht man also? Okay, man schafft einen Passplanerzugang, nachdem man die Inzision gesichert hat. Und Sie sehen, das sind noch die ganz alten Dork-Trokare, die erste oder zweite Generation mit den Ventilen
Also die OP ist schon ein paar Jahre her. Und ja, man findet dann am Ende das Transplantat dort, wo es eigentlich überhaupt nicht hingehört, am hinteren Pol. Zack, schön aufgerollt, wunderbar, aber gut, da hat es nichts zu suchen. Sehen zusätzlich noch eine geografische Atrophie, also von der Visusprognose der Patienten natürlich auch limitiert. So, was tun? Ja, wie das so ist, wir haben in der Regel nicht ein Ersatztransplantat als Backup zu liegen, also wird dieses Transplantat vorsichtig mit der Vitrektomie-Pinzette geborgen in die Lücke zwischen Pupille, Iris-Stroma und Transplantat, luxiert, mit einer zweiten Pinzette dann entgegengenommen, also den gleichen Weg zurück, was man natürlich auch sich vorstellen kann, was dem Transplantat nicht wirklich gut tut. Diese kräftige Manipulation nicht umsonst, versuchen wir ja eine Routine DMEC als Notouch-Technik zu machen, um das Endothel zu halten. Wie gesagt, ich hatte bei diesem Patienten auch kein Backup-Transplantat zur Verfügung, sodass ich dann tatsächlich mit leichter Manipulation, mit Zuhilfenahme eines Spatels und dann eben am Ende des Tages doch, was wichtig ist, jetzt stabilisiert sich der Bulbus natürlich deutlich besser durch die liegende Infusion und durch die dichte Inzision, dann ließ sie sich tatsächlich entfalten und dann vorsichtig anlegen. Und irgendwann ist das Blau dann weg. Und irgendwann ist die, man sieht es, die ja, aber für eine bullöse Keratopathie ist der Einblick, fand ich den zumindest noch ganz passabel. Also Sie sehen, auch nicht beim ersten Mal gelingt das, aber am Ende des Tages kriegt man das Transplantat entfaltet. Wichtig, wir haben hier auch noch mal ein Rebubbling gemacht, weil die Luft relativ schnell weg ist und man muss bei diesen Patienten sehr, sehr streng auf eine Rückenlage achten, weil so wie das Transplantat durch die Lücke verschwindet, nach hinten verschwindet auch die Luftblase. Das Ende war bei eingesehen, Sie haben die Makulopathie gesehen, der hat tatsächlich einen Visus von 0,2 gehabt. Das Transplantat hat nicht wirklich lange gehalten. Das hat ein Jahr gehalten. Dann habe ich eine Retransplantation gemacht, in diesem Falle aber eine DSEC, was sich dann wesentlich einfacher machen ließe. Das war einfach mein Fall. Ich denke, der bietet genug Stoff zur Manöverkritik, will ich das mal so sagen. Frau Latz, was hätten Sie anders gemacht? Also ich denke, das ist ein wirklich spannender und sehr, sehr schwieriger Fall, weil so viele verschiedene Faktoren eigentlich gegen den Operateur vorhanden sind. Im Nachhinein natürlich war es super, die Infusion dann im hinteren Glaskörperbereich zu haben. Also hätte man vielleicht die schon vorher setzen können, dann hätte man eine flachere Vorderkammer gehabt und hätte es sich leichter gemacht mit dem Transplantat. Und ich mache bei sehr tiefen Vorderkammern, versuche ich eben auch extrem hypoton in der Vorderkammer zu arbeiten, dass die Vorderkammer von der Warte schon abflacht. Das ist natürlich in dem Sinne schwierig, wenn das Auge eh schon durch die Vitrektomie so weich ist. Absolut, ja. Aber dann mache ich auch eine andere Technik, dass ich nicht mit der Blase von oben das Transplantat versuche zu entfalten, sondern mit der Blase mir das Transplantat schon vorne an das innere Stroma quasi hänge. Das war auch mein Ziel. Aber okay. Sie haben es richtig eingewandt. Durch die sehr tiefe Vorderkammer löst sich das Transplantat, die Luft läuft ganz schnell nach vorne. Also eine andere Technik, dauerhafte Infusion stabilisieren. Also das richtig hätte ich jetzt auch im Nachgang, sage ich, das ist der Fehler. Du hast einfach vertraut, das Auge ist stabil. Das ist es nicht. Ja? Ja. Was würden Sie von der zusätzlichen Barriere halten? Ah ja, das ist auch ein guter Punkt. Also das gibt es ja auch diskutiert, zum Beispiel von Professor Schurmann, dass man eben sich eine künstliche Barriere einsetzt und die verwendet für die DMEC-Operation und hinterher für den Erhalt des Gases oder der Luft in der Vorderkammer. Also ich habe das bisher nicht gebraucht. Ich habe auch Augen operiert, die aphag waren, wo wirklich überhaupt keine Barriere da waren. Und ich finde das in Ordnung. Wir haben den Vorteil, dass wir stationär behandeln können. Wenn ich dann einfach dem Patienten sage, es wird ein häufiges Rebubbling geben und die Patienten vom OP-Tisch liegend auch nur transportiert werden, dass wir möglichst lange Zeiten wirklich in der Horizontalen haben und damit hat es bei mir also bisher nicht gut geklappt. Neben der OP-Technik wichtig, das postoperative Management, denke ich auch. Wir haben den habe ich auch in meiner Zeit in der Klinik noch operiert. Das war dann auch, wir haben hier einmal ein Rebubbling gemacht. Mhm. Damit ließ sich das stabilisieren. Aber ich glaube, das ist auch die Botschaft dann, wirklich solche komplizierten Fälle, die gehören auch, wenn die DMEC, ich finde, das ist eine tolle Methode, die man heute ambulant machen kann.
Aber es gibt Ausnahmefälle, die gehören in die Klinik, in Zentrum und in die Hand geschickter Operateure wie Sie, die sowas auch. Nein, wenn Sie sagen, Sie machen viele afake Augen, dass die Afakie galt in den Anfangsjahren als absolute Kontraindikation für die DMEC. Zumindest ist das so meine Message gewesen, die uns der Gerrit Melles vermittelt hat. Aber auch da hat sich die Technik weiterentwickelt und doch deutlich bessere Erfolge auch bei diesen Patienten, bei komplexen Fällen. Ja. Also ich würde vielleicht am Ende auch so einer OP dann routinemäßig SF6-Gas eingeben. Statt das wäre die andere Luft. Frage, Luft also oder SF6? In dem SF6, Fall ja. Würde ich das vielleicht primär würde so anstreben. Aber ich finde ja, nur ein Rebubbling ist fast wenig. Also man kann durchaus auch erwarten, dass da vielleicht auch mal noch ein zweites oder drittes Rebubbling nötig sein könnte. Natürlich, also natürlich. Solche Fälle, dass diese hochtraumatisierten Augen war eher Glück sind im Unglück. Komplex. Ja. Und das, finde ich, muss man auch kommunizieren, dass das einfach dazugehört im Zweifelsfall bei solchen Ausgangssituationen. Wir sind verwöhnt mit den Routinefällen, wo wir einmal Luft eingeben. Also ich gebe nach wie vor routinemäßig in einfachen Fällen Luft ein, kein SF6. Nein, nein. Und muss sagen, Rebubbling-Rate ist bei maximal 20%. Also man ist erstaunt, wie gut das Ganze funktioniert. Wobei ich tatsächlich sehr selektive Fälle nur ambulant mache. Und tatsächlich dann die schwierigen schicke ich alle weg. So. Aber da kenne ich mittlerweile meine Grenzen. Gut, Herr Eberhein. Also erstmal Kompliment, dass Sie diesen schwierigen Fall dann doch noch so gut gemeistert haben. Ich denke, die Schwierigkeit in dem Fall ist eigentlich in vier Punkten zu sehen. Das erste ist die künstliche Iris. Die zweite ist die große Iridektomie bei 12 Uhr. Das dritte ist das bereits vitrektomierte Auge. Und das vierte ist, dass Sie einen jungen Spender haben, der sich sehr stark einrollt. Mhm. Wir wissen ja, dass je jünger der Spender, desto höher die Endothelzellzahl. Aber umso mehr rollt sich die Rolle ein, umso schwieriger ist die Entfaltung. Wie mein Lehrer Professor Reinhardt immer sagte, vor der Operation muss man am meisten überlegen. Und das ist dann eine schwierige Ausgangssituation. Aber Sie haben es grandios gemeistert. Ich denke, wie schon Sie gesagt haben, ist es so, dass bei diesen Augen, wenn die vitrektomiert sind, mit einer Luftentfaltung häufig schwierig ist. Die tiefe Vorderkammer und wenn Sie versuchen, die Luft abzulassen, kommt immer wieder Flüssigkeit von hinten nach. Und Sie kriegen die Vorderkammer nicht kollabiert. Und da gibt es noch zwei andere Möglichkeiten, wie man es machen kann. Ist nämlich, dass man entweder das mit der Luftblase runtermacht, das ist das, was Sie gesagt haben, oder dann, wenn man es einigermaßen entfaltet hat, haben wir sehr gute Erfahrungen in Freiburg und auch jetzt in Rosenheim gemacht, dass man sich einen Markeur zur Hilfe nimmt oder ein anderes Instrument, mit welchem man die Hornhaut von oben aplaniert, während man die Luft rausnimmt, sodass das Transplantat keine Möglichkeit hat, sich wieder einzufalten. Ja, gute Idee. Und dann mit einer zweiten Luftkanüle, ist anspruchsvoll, drunter geht. Und dadurch dann, während man dann diese Impression löst, von unten mit Luft auffüllt. Das ist in solchen Fällen eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Auch jetzt im Nachhinein ist es immer einfacher, hätte man vielleicht oben die Iridektomie noch ein bisschen verschließen können. Aber das ist, wie gesagt, im Nachhinein wobei, ist immer ja alles einfacher. Die Grenze zwischen natürlichem Irisgewebe und dem und der Prothese. Aber da ist ja das ist aber noch mal zu nähen. Eine zweite Naht. Ja, ja. Ich habe auch mal ein Auge gehabt mit einer Total-Iris-Prothese. Mhm. Also auch wirklich noch mal, das ist ganz, ganz schwierig, weil auf diesem künstlichen Gewebe Sie die Lamelle auch nicht bewegen können. Ja. Die klebt. Die klebt aber richtig. Mhm. Und wir mussten dieses Auge dann auch konvertieren auf eine perforierende Keratoplastik damals in Freiburg, weil es einfach nicht ging. Aber das ist eben was man erst durchs Learning by Doing entwickelt. Was ich in der Regel mache bei solchen schwierigen Augen, ist, dass ich gezielt mir einen älteren Spender nehme. Dass ich also sage, ich will von der Hornhautbankenspender über 60. Denn das Rolle. Ist ja, die Frage immer, also sollen wir immer den jüngsten Spender haben bei der DMEC mit den besten Endothelzellen und dann bei der Entfaltung traumatisch vorgehen und Endothelzellen verlieren? Wir wissen ja, dass wir bei der DMEC im Gegensatz zur perforierenden Keratoplastik initial einen hohen Endothelzellverlust haben. Danach nivelliert sich das. Oder sollte man vielleicht ein bisschen älteren Spender haben mit weniger Endothelzellen? Aber dafür eine leichtere Entfaltung haben. Sehr, sehr gutes Argument, das zu selektieren. Ja. Ja.
Ja, denn das ist tatsächlich diese jungen Spender, das ist auch im Routinefall häufig nicht ganz, also zumindest in meiner Hand nicht ganz einfach, das zu entfalten. Das ist vollkommen richtig. Und je jünger, umso mehr müssen sie dimpeln sozusagen, von oben drücken, weniger absolut. Mit Luft arbeiten, das geht meistens besser. Ja. Während die schlaffen, älteren Rollen, sage ich jetzt mal, die lassen sich sehr gut mit Luft entfalten. Also das Alter hat durchaus was für sich, auch bei der Dimme. Ja, manchmal schon. Gut. Ich darf auf den nächsten Fall überleiten. Den wird uns jetzt Frau Dr. Latz präsentieren. Mhm. DMEC, wie sie dann besser funktioniert. Aber ein auch komplexer Fall mit anterior Pathologie und posterior Pathologie. Okay, also ich habe einen Fall mitgebracht von einer 83-jährigen Patientin, die sich mit diesem Befund vorgestellt hatte. Das war auf den ersten Blick wie so eine Hornhautnarbe mit Verkalkung. Und anamnestisch hatte sie gesagt, dass sie eigentlich nur Doppelbilder und eine Prismenbrille hatte und pseudophakisiert wurde und nach der Phako eigentlich das Auge sich nie richtig gut entwickelt hatte. Und der überweisende Augenarzt hatte gesagt, dass sich diese Keratopathie im Laufe der Zeit verschlechtert hatte und der Visus auch. Und ich konnte damit am Anfang jetzt nicht so viel anfangen. Das andere Auge war völlig unauffällig. Und habe dann ein bisschen Bildgebung gemacht. Hier sieht man die Pentakam, also eine recht flache Vorderkammer und unregelmäßige Oberfläche. Aber es strahlt eigentlich alles ab. Sehr viel mehr, finde ich, kann man da jetzt nicht draus ziehen. Und dann im OCT konnte man aber sehen, dass es eine Verschattung gibt. Und insofern war es für mich eine Verkalkung, die man erstmal mit einer EDTA-Abrasio und Amniondeckung behandeln kann. Und die Hornhautdicke war schon ein bisschen erhöht in diesem Bereich und hier insgesamt so bei 605 Mikrometer. Und was man hier auch schon sieht, ist, dass sie so eine kleine Synichierung hatte. Das habe ich aber eigentlich erst hinterher, hier sieht man es auch im OCT, gemerkt. So sah sie dann nach der EDTA-Abrasio aus. Also die Hornhaut war relativ glatt und man konnte jetzt in die Vorderkammer reinschauen und da sah man halt diese zipfeligen Synichien. Und ich war mir nicht sicher, der Schnitt von der Phako, der war hier gelaufen, ob das irgendwie Desmetolyse am Phakoschnitt gewesen war oder ICE-Syndrom. Auf jeden Fall war sie zufrieden, das Auge war nicht mehr gereizt und die Oberfläche war glatt. Und dann haben wir auch versucht, ein Endothelfoto zu machen. Und da konnte man eigentlich nur sehen, dass sie eine homogene Lagerung hatte von Zellen, aber ich konnte da jetzt auch nicht viel mehr draus ziehen. Und dann kam sie aber nach 4 Monaten wieder und es hatte sich wieder eine Verkalkung gebildet. Und ich habe gesagt, okay, es hat funktioniert, machen wir einfach nochmal eine EDTA-Abrasio. Und haben wir auch gemacht, aber es kam eigentlich innerhalb von 2 bis 4 Monaten immer wieder. Und dann haben wir ein metabolisches Workup gemacht, Calciumphosphat-Parathormon, auf der Suche, obwohl es einseitig war, auf der Suche nach eben metabolischen Verkalkungsfaktoren quasi. Das war negativ. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, vielleicht ist es auch ein ICE-Syndrom, wo eben durch die Epithelialisierung der Endothelzellen es zu so einem Hornhautödem kommt und durch die unregelmäßige Hornhautoberfläche es zu dieser Verkalkung führt. Es gibt dazu eine Veröffentlichung aus der Mellis-Gruppe von 2015, wo die das so als Case Report in Cornea veröffentlicht hatten. Und dann habe ich es so behandelt. Das war jetzt die Pentakam vor der DMEC. Da sieht man eben, die Hornhautdicke ist jetzt hier auch ein bisschen größer geworden, um die 700. Und so sah sie dann 4 Wochen nach der DMEC aus. Man sieht jetzt, dass die Iris wirklich sehr starke Veränderungen hat und dass die Pentakam aber jetzt eigentlich schön regelmäßig ist. Und die Hornhautdicke war jetzt so bei 500 Mikrometer. Und so sah das Endothelfoto nach der DMEC aus. Und dann haben wir natürlich das entfernte Endothel des Membrankomplex an die Pathologie geschickt. Und da kam tatsächlich dann eine Keratinisierung des Endothels mit diesem Antikörper, Antizytokeratin, zum Vorschein. Und damit war die Diagnose des ICE-Syndroms eigentlich gestellt und die Therapie mit der DMEC für das ICE-Syndrom eigentlich als gute Therapieoption. Das war mein Fall. Ein sehr spannender Fall. Und sehr aufwendige Chirurgie, aber am Ende des Tages finde ich ein beeindruckendes Resultat, wenn man das erste und das letzte, der erste Gedanke war für mich, auch mit dem temporalen OP-Zugang, ob es tatsächlich nicht intraoperativ
ein Corneal Burn ist mit so sekundären Veränderungen. Ja, das dachte ich auch am Anfang. Dafür ist es nicht ganz typisch, aber, dass das Blatt dann so eine Wendung nimmt, absolut interessant. Und die Lösung finde ich sehr, sehr gut, ja. Mir ist was aufgefallen, du hast gesagt, EDTA-Abrasie und Amnion-Aufnähung. Ja. Machst du das standardmäßig? Ich nach jeder EDTA-Abrasie? Ja, ich mache es nicht standardmäßig, genau. Aber bei Augen, wo ich denke, dass die Oberfläche schon kompromittiert ist, dass daraus das Problem entstanden ist, dann versuche ich das zu beschleunigen. Ja. Also ich bin ja auch ein totaler Fan von Amnion-Membran-Aufnähung, aber würde es jetzt nicht standardmäßig bei jeder EDTA-Abrasie machen, aber abhängig von der Ausgangssituation. Sehr schön. Dann als Patch wahrscheinlich, nicht Inlay, sondern Patch. Patch. Genau. Mhm. Ja, ist ja ein super spannender Fall. Bei dem initialen Bild, vielleicht kann man es nochmal zeigen. Ich weiß es nicht, es ist so lokal. Die Trübung. Deswegen dachte was ich auch erst, dass für eine bandförmige und für eine Verkalkung zumindest primär eigentlich untypisch ist. Mhm. Und so vom Aspekt her, ich weiß nicht, habt ihr mal an Herpes gedacht? Ich glaube, ich habe die auch antiviral behandelt. Dahinter war. Und dass, wenn dann so eine Art metastatische Verkalkung ist, also keine systemisch bedingte oder durch Tropfen bedingte, sondern im Rahmen der Narbe es zu einer Verkalkung kommt, wenn es eine ist. Ihr habt es wahrscheinlich histologisch untersucht, und zwar wahrscheinlich Kalk. Aber diese lokale Veränderung, das ist eigentlich untypisch für eine Verkalkung. Absolut, fand ich auch total untypisch. Aber es gab keine Narbe darunter. Das ist ja völlig aufgeklärt mit der EDTA-Abrasie. Aber ihr habt es ja abradiert. Und es kann ein oberflächlicher Herpes gewesen sein. Aber auch keine Vaskularisation. Muss nicht. Das Rezidiv war auch eigentlich in einem total blanden Auge. Mhm. Da spricht der Ex-Freiburger, das Herpes kann alles sein, ne? Ja, aber tatsächlich. Also wie gesagt, es ist bandförmige Keratopathie, klassisch ist es sicherlich nicht. Nee, ist es nicht, auch mit diesen komischen Löchern. Mein erster Eindruck, Schnitt temporal, eventuell postoperativ, kann ja auch getriggert sein, und auch die Herpesinfektion kann getriggert sein, und letztendlich manches lässt sich nicht auflösen. Auch absolut. Eine PCR aus der Vorderkammer wird eine Vorderkammerpunktion da uns eventuell noch ein bisschen Aufschluss geben, kann man ja dann intraoperativ auch noch leicht mitmachen. Es war ja ein massiv vorbelastetes Auge mit dem ICE-Syndrom. Also insofern, nichts ist unmöglich. Und der Herpes, an den sollte man immer denken. Ja, das stimmt. Das haben wir gelernt. Und durchaus zu Recht, ja. Aber sonst total spannend, auch wie gut es am Ende aufgeklärt ist. Es ist wirklich beeindruckend. Was ich auch so interessant finde, ist diese Zusammenarbeit von Oberfläche und Innenfläche. Also wenn die Innenfläche oder das Endothel die Oberfläche schön glatt macht, dann ist eben auch eine Oberflächenproblematik geklärt. Was haben Sie im postoperativen Management? Wir nehmen phosphatfreie Augentropfen, ist mir schon klar. Ja. Also eigentlich bei der Patientin ganz wenig, weil die denkt auch, dass Cortison-Augentropfen ihr Beinschwellung verursachen. Ja. Deswegen kann man sie fast mit nichts behandeln. Also sie hat am Anfang wirklich nur ein bisschen Antibiose gekriegt und jetzt hat sie nichts. Und trotzdem so ein gutes Resultat, das ist ja erstaunlich. Ja, ja. Also wenn die auch die DMEC, wir sehen das ja häufig, dass man da gute Resultate erzielt, auch bei Patienten mit einer geringen Adhärenz für die Lokaltherapie. Mhm. Wobei ich da immer so ein bisschen schlechtes Bauchgefühl habe, aber ich meine, das macht das Resultat ja noch umso beeindruckender, finde ich. Also deshalb ist die DMEC in dem Fall, wenn man keine stromalen Narben hat, wirklich eine ideale Voraussetzung, weil man wenig antigenes Material verpflanzt, dadurch eine geringe Immunsuppression braucht, also ein Tropfen. Dauerhaft Steroid reicht da meistens auch bei schwierigen Augen. Und auch das kriege ich bei ihr nicht unter. Ja, das ist natürlich vielleicht dann ein Problem für die Langzeitprognose. Die Frage, die mich noch interessieren würde, ist, wie viele Jahre wie lange hat das Transplantat gehalten? Weil ich selber auch 1-2 ICE-Patienten in der DMEC versorgt habe. Mhm. Und zum einen ist da immer das Druckproblem da bei den Patienten. Dann weiß man manchmal nicht, wird es trüb wegen Druck oder ist es eine erneute Endothelialisierung mit dem pathologischen Endothel, das ja sehr, sagen wir mal, schrankenlos in der Vorderkammer sich ausbreitet und eben auch aufs Transplantat wächst. Also das war jetzt von 2020, Frühling, ein Jahr ungefähr. Okay. Das ist Follow-up jetzt. Ja. Aber ich glaube, dass man auch nicht vergessen darf, dass man die Oberfläche, wenn man schon sonstige Tropfen nicht reinkriegt, dass man auf jeden Fall Tränenersatzmittel intensiv applizieren lässt. Also das, glaube ich, hilft schon mal ein bisschen. Und
wenn ich das ergänzen darf, bei den Patienten, die dann schon mal so eine Verkalkung hatten, müssen die dann auch phosphatfrei sein. Ja, da gibt es nur wenige. Das ist klar. Alle Hyaluronsäurepräparate enthalten Phosphate. Also man muss dann auch auf Methylcellulose. Es gibt meines Wissens nur ein Steroid, was phosphatfrei und konservierungsmittelfrei ist. Das ist Dexapus. Dexapus, ja, genau. Und das ist ohne Phosphate. Ich wechsle zumindest nach meinem Kenntnisstand, immer gerne auf dann Methylcellulose-Präparate, konservierungsmittelfrei, die phosphatfrei sind. Ja. Aber, wobei meines Wissens ist Hyalogel-Komoot auch phosphatfrei. Okay. Ja, Frau Lotz, herzlichen Dank für diesen wirklich spannenden Fall. Und auch die Lösung des Falls. Und Sie haben gerade erwähnt, der ist relativ frisch operiert. Wir hoffen, dass es wirklich sehr, sehr lange hält. Ja, Herr Eberwein, Sie haben angesprochen beim ICE-Syndrom die vielen anderen Komponenten, die dort mit reinspielen. Aber zumindest diese Lösung fand ich zunächst mal, auch wenn es nur kurz postoperativ ist, extrem beeindruckend. Ich darf auf ein anderes Krankheitsbild, wir gehen jetzt mehr in den entzündlichen Bereich, so wie ich den Fall von Frau Liefeld verstanden habe und darf Sie bitten, uns Ihren spannenden Fall zu präsentieren. Ja, vielen Dank. Ich habe, wie gesagt, einen Fall mitgebracht, der sich doch ein bisschen mehr am Alltag orientiert, vielleicht und nicht ganz so exotisch ist, aber doch auch, denke ich, uns noch mal einiges wieder ins Gedächtnis ruft. Es präsentierte sich bei uns ein 47-jähriger Mann, der wurde angekündigt als Notfall, als Very, Very VIP Person im Rahmen des Klinikums und im politischen Umfeld eine wichtige Person. Ich wurde am Wochenende angerufen, ja, der kommt jetzt aus seinem Südfrankreich-Urlaub und hat irgendwie ein schlimm entzündetes Auge, ist sehr wichtig, ganz genau, und hat Probleme und ob wir den nicht angucken können. Es stellte sich bei uns vor mit einer seit zwei Tagen anbehandelten deutlichen Keratitis mit entzündlicher, definitiv irgendwie entzündlicher Komponente. Und er berichtete, er ist myop mit -5, -6. Er hatte Kontaktlinsen, vor allem jetzt in den Ferien getragen, war damit auch schwimmen am Meer, auch Pool. Und war von den Kollegen aus Frankreich mit mehrfach antibiotischer Therapie anbehandelt. Wir haben zunächst intensiv weiter behandelt und nach ein paar Tagen aber, ohne dass es einen Fortschritt machte, zeigte sich dann doch ein Befund, der uns in die richtige Richtung ganz klassisch führte. Wir hatten also eine ganz massive Schmerzsymptomatik zunehmend bei den Patienten im Vordergrund stehen. Und man sieht dieses Ringinfiltrat, was uns dann letztlich eben auf die Acanthamöben-Keratitis auch so klinisch vor allem geführt und gelenkt hat. Das Problem ist ja immer mit der Acanthamöben-Keratitis der Nachweis. Das heißt, wir haben auch hier selbstverständlich ein Abkratzpräparat gemacht, das eingeschickt und auf PCR-Diagnostik untersuchen lassen. Wie nicht selten ist das Präparat negativ geblieben, aber wir haben uns natürlich trotzdem stoisch an unsere Acanthamöben-Therapie, Anti-Acanthamöben-Therapie gehalten. Und da ist ja so das Klassische, das Prolene, was wir kennen, Polyhexanid, und häufig eben ist auch sinnvoll eine Kombination eben dieser Diamidine und Biguanide fortzusetzen oder eben auch intensiv durchzuführen, vor allem eben auch ganz, ganz hochfrequent am Anfang. Das ist sehr mühsam für die Patienten und es ist eben auch ein extrem langwieriger Verlauf. Und man ist jetzt, wie gesagt, das war auch so ein wichtiger Patient. Also was ganz wichtig ist, man darf natürlich die Antibiose nicht stoppen. Die muss zusätzlich gegeben werden, auch eben als Antinahrungsmittel sozusagen für die Zysten, die sich entwickeln. Und es gibt tatsächlich auch Berichte, Einzelberichte, dass Voriconazol-Additiv auch eventuell helfen könnte als Antimykotikum. Jedenfalls wurde der Befund nicht besser und wanderte auch so ein bisschen Richtung Zentrum, was natürlich, wie gesagt, immer unter dem Hintergrund, dass es eine wirklich wichtige Person war, mich so ein bisschen nervös machte und ich eben eigentlich auch überlegte, muss ich da jetzt eventuell schon mit einer Keratoplastik herangehen oder nicht. Aber das wollte ich natürlich primär erstmal vermeiden. Es hat sich hier so, man sieht das ein bisschen an dem Bild, so dargestellt, dass das so eine, sieht wie eine Blase aus, wie so eine Bulle. Und das hatte ich auch irgendwie vermutet. Ich dachte, komisch, wo kommt diese Blase her? Ich habe auch schon diverse Kollegen Bilder geschickt und habe gedacht, ist das wirklich eine Acanthamöben-Keratitis? Das sieht irgendwie nicht so typisch aus.
Also jetzt vom Verlauf irgendwie gar nicht mehr typisch vom Bild. Ich habe dann auch noch mal einen Vorderabschnitts-OCT gemacht, um zu gucken, ist das denn wirklich eine Blase? Aber es hat sich hier ja solide dargestellt. Aber was zu finden war, ist, dass quasi auf Berührung diese Oberfläche total locker auflag. Und wir haben dann auch mehrfach dieses Material abradiert, auch wieder zur Diagnostik. Und haben, also um auch therapeutisch sozusagen, um ein bisschen nachwachsen zu lassen. Und haben dann auch im Verlauf nach Abrasio mehrfach eine Amnion aufgenäht. Also auch das ist immer etwas, was ich wirklich gerne mache. Also das war so das einzig Chirurgische dann noch an dem Fall. Und im Verlauf zeigten sich dann auch diese immer wieder aufbrechenden oberflächlichen Veränderungen. Hier zum Glück sieht man, dass es nicht weiter Richtung Zentrum läuft. Der Patient hatte initial einen Visus von 0,2, ist zwischenzeitlich auf Metavisus abgefallen. Also das hat mich dann auch, wie gesagt, wieder nervös gemacht. Zum Glück sieht man dabei immer, die Vorderkammer oder so ist gar nicht beteiligt. Also es ist wirklich ein auf die Hornhaut begrenzter Befund. Wir haben dann aber auch ein bisschen Defekt, Oberflächendefekt sehen können an einigen Stellen. Das heißt, es hat sich so ein bisschen wie so eine Blase auf der einen Seite und ein Defekt, eine Vertiefung auf der anderen Seite dargestellt. Aber letztlich haben wir, hier sieht man eben auch so ein bisschen schon Defekt jenseits der Auftreibung, Aufwölbung. Aber wie gesagt, nicht so dünn, dass man Sorge haben muss, da ist da irgendwas perforiert. Wir haben dann tatsächlich lange, lange therapiert. Und zu allem, was ich jetzt hier so aufgeführt habe, haben wir auch zwischenzeitlich noch ACC gegeben, haben Eigenserumtropfen am Ende gemacht, was ja immer ein teures Unterfangen und aufwendiges Unterfangen ist. Aber der Patient war zum Glück auch sehr therapieadherent. Und jetzt, das ist ein Jahr danach, sieht der Befund so aus. Also man sieht die deutliche Narbe, zum Glück wirklich unterhalb des Zentrums. Man sieht hier auch nochmal, dass es einige Verdünnungen gibt in dem Bereich. Und auch hier sieht man den Substanzdefekt im Vorderabschnitts-OCT. Der Patient sieht hundertprozentig, also 1-0, und ist quasi nicht gestört. Der merkt es wirklich kaum mehr und fragt jetzt nach refraktiver Chirurgie. Also, das wäre meine ja, erste Frage. So ist es, möchte genau. Er jetzt eine das Lasik ist die Frage, wer möchte. Ja, genau. Ich bin froh, dass es so ausgegangen ist. Und herzlichen wie gesagt, Dank. Ein wirklich auch wieder hochinteressanter Fall. Zwei Aspekte. Man muss dranbleiben. Absolut. Es ist häufig eine klinische Diagnose, die wir mit oft nicht, wir lieben ja sozusagen die Bestätigung, man das Labor. Und manchmal man kommt den die einfach haben. Nicht. Und richtig. Dann muss man hartnäckig therapieren und absolut. Auch den Patienten. Ich glaube, das, was Ihnen auch gelungen ist, ist, den Patienten entsprechend zu führen. Denn so die ganz wichtigen Patienten haben ja manchmal, das mag jetzt ein Vorurteil sein, aber die Eigenschaft, eine geringe Adhärenz zu haben und einen sehr schnellen Erfolg einzufordern. Absolut. Und das ist so ein typisches Krankheitsbild. Ja. Das müssen Sie mit dem Patienten intensiv kommunizieren. Absolut. Weil wir eben auch keine schnelle Lösung haben. Es muss intensiv therapiert werden, aber auch hier wiederum, es ist eine Defektheilung, aber mit einem Visus 1-0. Gut, und bei der Hornhaut, das Vorderabschnitts-OCT, disqualifiziert ihn ja eigentlich für jeden refraktiv-chirurgischen Eingriff auf der Ebene der Hornhaut. Ja, genau, ich wollte sagen, also definitiv kein Hornhauteingriff. Natürlich, keine Ahnung, kann man überlegen, irgendwann mal, der ist jetzt Mitte, also der ist ja fast 50, Ende 40. Wenn unbedingt, kann man unter Umständen, finde ich, über einen Linsen refraktiv-chirurgischen Eingriff nachdenken. Sie wären mutig, ja? Oder aber, ICL? Oder, ja, definitiv sicherlich nichts, was eben auch noch Kontrast minimiert und vermehrt Blendung macht. Ja. Also es ist sehr schwierig, aber ich versuche es ihm auszureden, definitiv. Also. Ja, aber das ist ja häufig das Ergebnis, wenn der Patient ist am Ende mit der Behandlung zufrieden. Absolut. Hat begriffen, dass die Kontaktlinse in diesem Fall das verursachende Agens war und sucht nach einer Lösung. Hat eine neue Gleitsichtbrille jetzt. Mit der er klarkommt. Also ein toller Fall. Ja. Zur Akantamöben Keratitis. Ja, da hätte ich eine Frage. Ja. Da gibt es ja auch immer Diskussionen mit der Konfokalmikroskopie zur Diagnostik. Ja. Ich weiß nicht, ich habe da keine persönlichen Erfahrungen mit, wie das da hier in der Runde ist. Ja, also ich habe dann tatsächlich den Patienten an ein Gerät geschleppt, was wir sozusagen, was ich im Rahmen meines Lehrauftrags anderorts stehen habe. Ich glaube, ich bin nicht geübt genug. Also ich konnte es nicht wirklich nachweisen. Also wie gesagt, aus Rostock gibt es da ja viel an Bildern, auch sehr eindrücklichen Bildern. Eben, wenn man geübt ist, ist es sicherlich toll. Ich war mir nicht sicher. Also ich konnte damit nicht wirklich jetzt eindeutig sagen, das ist es. Ich erinnere mich an meine Studentenzeit in Rostock.
Und da ist das damals das Cornea-Modul entwickelt worden. Das gibt es ja schon sehr, sehr lange. Absolut. Aber wir haben mit den ersten Prototypen gearbeitet und es gab, glaube ich, 2 Assistenten, die das beherrscht haben. Ja, und das macht tolle Aufnahmen, wenn man das kann. Absolut. Aber ich tat mich immer schwer. Wir haben es auch mal als Probestellung bei uns gehabt. Und ich habe das nie wirklich, also nicht vermocht, damit so beeindruckende Bilder zu erzielen. Ja. Ich denke, hier ist eher, das ist die klinische Diagnose. Die Anamnese war, glaube ich, sehr typisch. Ja. Und das dran denken ist wichtig. Es ist richtig. Vorhin habe ich angekündigt, es wären seltene Fälle. Es ist nicht ganz so selten, das ist richtig. Aber auch nicht ganz so oft. Also deswegen und es wird häufig übersehen. Und wir haben ja gesehen, die initiale Behandlung war eine rein antibiotische, also im Sinne eines bakteriellen Ulkus, woran man denkt. Und das ist, glaube ich, die Kernbotschaft, dran denken. Und dranbleiben. Ne? Und wie ist das nochmal mit den Medikamenten? Die sind doch auch irgendwie schwer zu kriegen oder irgendwie sowas, oder? Ja, also wir haben uns tatsächlich auch das Polyhexanid, aber man kann auch Lavazep zum Beispiel nehmen, das haben wir uns von der Apotheke selber anmischen lassen. Mhm. Prolene ist ja eigentlich, wird ja mal diskutiert, ein bisschen niedrig dosiert, aber das kriegt man über Apotheke, ich weiß gar nicht, international oder gibt es die inzwischen auch bei uns? Also wir lassen das natürlich über unsere Krankenhausapotheke bestellen. Die meisten Klinikapotheken können die Sachen besorgen. Und, genau, besorgen kann man es und teilweise, wie gesagt, auch anrühren lassen. Aber das ist eine Herausforderung. Und wie gesagt, wir haben das auch immer notfallmäßig irgendwie auf Lager, im Schrank sozusagen, weil es dann eben manchmal lange dauern kann, vielleicht bis man es beschafft hat. Ja. Das waren Träger weicher Kontaktlinsen? Oder ja, er hat das wie gesagt... Es gibt es ja in seltenen Fällen auch nach harten, aber ganz, ganz selten. Ja. Der klassische Weg ist weich Kontaktlinsen. Und dann ist eben auch wichtig zu eruieren, in der Anamnese hat das übertragen. Ja. Also wie ist die Hygiene? Mund, Wasser, so kommen die Akanthamöben im Übrigen auch meistens in die Aufbewahrungsbehältnisse, die dann bei den Kandidaten häufig auch über lange Monate verwendet werden. Es gibt Studien, die zeigen, dass 80% der Aufbewahrungsbehälter mit Akanthamöben verseucht sind. Finde ich ganz was Wichtiges. Ja, das ist das, was ich zuerst einschicke. Nicht den Hornhautabstrich, sondern den Kontaktlinsenbehälter. Immer und die Kontaktlinsen. Ganz wichtig. Blöderweise haben die das häufig schon verworfen. Ja. Und gerade die betroffene Kontaktlinsen. Man kann dann auch manchmal die andere Seite, gerade also die Aufbewahrungslösung mit einschicken. Aber der hatte tatsächlich Tageslinsen und Wegwerflinsen getragen, war aber wie gesagt exzessiv schwimmen. Ja, okay. Oder hat es ein paar Tage geschrieben? Das gibt es ja in den ländlicheren Regionen, Akanthamöben, Keratitisfälle ohne Kontaktlinsenabusus. Es sind ja meistens Mikroverletzungen unter der Kontaktlinse oder bei der landwirtschaftlichen Arbeit und dann kommt sowas rein und vermehrt sich da. Deshalb ist die Anamnese, wie Sie schon sagten, Herr Glabe, ganz entscheidend. Absolut. 80% der Diagnosestellung ist das Anamnese. Das war sozusagen die Einführung in die Klinik im Studium. Nicht? Da ist immer noch was dran. Nee, das und stimmt, absolut. Auch nochmal zur Konfokalmikroskopie. Es ist so untersucherabhängig. Ja. Und deshalb sagt ein negativer Befund in der Konfokalmikroskopie 0,0. Ja. Genau. Wir müssen, wenn wir den Verdacht haben, wenn wir eine lange Vorgeschichte haben mit einer antibiotischen Therapie, manchmal auch antiherpetischer Therapie, kommen auch manchmal differenzialdiagnostisch relevant. Dann darf man sich nicht davon beirren lassen. Das haben Sie ganz wunderbar gemacht. die Sehnen im Verlauf verändern die sich dann vom Bild. Ja. Und man muss trotzdem weiter therapieren. Genau. Professor Seitz, Homburg Saar, sagt ja, ein Jahr therapiert er. Ja, also wie gesagt, der ist jetzt nach einem Jahr. Ja, wenn wir das Zystenstadium dann haben, da kommen wir fast nicht mehr ran an die Erreger. Ja. Und deshalb ist die lange Therapiedauer... Eigentlich nur Unterdrückung. Ja. Ja. Aber wo Sie gerade Homburg erwähnen, was ich auch, glaube ich, gut finde, ist, wenn man solche Fälle meldet. Es gibt ja dieses Akanthamöben-Keratitis-Register, was eben dort geführt wird. Und ich glaube, das ist in Deutschland wichtig, dass wir da auch eben auf solche Zahlen irgendwann mal zurückgreifen können. Das wird ja in anderen Ländern viel besser und stringenter gehandhabt, Amerika zum Beispiel. Und ich glaube, da sollte man auch jeden ermutigen, auch solche Fälle dann zu melden beim Akanthamöben-Keratitis-Register. Wir können unser Wissen damit nur vermehren. Absolut. Und dann eben solche sehr variablen Krankheitsbilder, denke ich, deutlich besser in der Klinik früher erkennen. Sehr guter Einwand, denke ich, ist auch. Ist noch Zeit für einen Kommentar, oder? Aber selbstverständlich. Ich fand auch sehr gut, dass Sie auf die antibiotische Therapie hingewiesen haben. Das ist ja eine Symbiose zwischen Bakterien und den Amöben. Die Amöben brauchen die Bakterien als Nährstofflieferant. Genau deshalb therapieren wir mit den Antibiotika unbedingt, auch. Unbedingt, genau.
Und das Zweite ist, darauf haben Sie auch hingewiesen, dass man wirklich schauen muss, dass es sich nicht Richtung Limbus ausbreitet. Ja. Im Zweifelsfall die Keratoplastik machen. Ja. Denn das hat der Patient bei Ihnen wahrscheinlich nicht ganz verinnerlicht, weil es so gut gelaufen ist. Es geht eigentlich letztendlich um den Erhalt des Auges. Absolut, es geht ja nicht um den Visus bei solchen Fällen, sondern es geht, dass man das Auge nicht verliert. Und wenn es nach intraokular streut oder wenn es Richtung Limbus, dann ist das Auge verloren. Absolut, ja genau. Und ich hatte mit ihm zwischendurch eine Keratoplastik diskutiert. Ja. Ich dachte, okay, ich muss das irgendwie zur Not im Petto haben. Ja, also ein durchaus sehr ernstzunehmendes Krankheitsbild. Gut, wir kommen zum letzten Fall. Auch der wieder wirklich hochinteressant. Herr Eberwein, eine kristalline Keratopathie. Das war der Fall, eine 78-jährige Patientin, die in den letzten 5 Jahren eine zunehmende Visusabnahme hatte von 2015, was glaube ich, 0,8 auf jetzt dann 0,4. Sie stellte sich da mit diesen Veränderungen, die hier zu sehen sind, diesen kleinen, man könnte es für Kristalle halten, die aber in den Spektralfarben fast schon dann das Licht der Spaltlampe reflektierten. Und bei diesem Fall wurde tatsächlich, weil die Patientin auch drängte und man versuchte, eine Visusverbesserung zu erzielen, eine perforierende Keratoplastik durchgeführt. Sie sehen hier das Bild der Histologie. Das Epithel, diese Blasen sind normal, das sind Artefakte. Das Stroma, auch hier die Lücken drin, sind ein Artefakt. Und die Endothelzellen mit der Deszendentmembran hier unten. Auffällig hier, dass man eigentlich nicht sieht, dass irgendwas Besonderes vorliegt. Vielleicht ein leichtes Ödem der basalen Epithelzellen, aber sonst war es unauffällig. Wir haben dann damals in Zusammenarbeit mit Frau Professor Hedrich, es ist ein Freiburger Fall, dann schon eine Verdachtsdiagnose gehabt und haben entsprechend gefärbt. Das ist eine spezialimmunologische Färbung in Zusammenarbeit mit der Pathologie in Freiburg, wo wir auf Immunglobuline gefärbt haben. Einige von Ihnen haben vielleicht diese Differentialdiagnose schon im Blick gehabt. Und da sehen Sie, dass in den Stromalamellen vereinzelt positive Reaktionen zu sehen sind. Bei den Kappa-Leichtkettenfärbungen, während die Lambda, das ist links unten zu sehen, negativ waren. Wir haben dann noch ergänzend, weil in der Literatur das beschrieben ist, auch Komplementfärbungen gemacht. Die waren komplett blond in dem Fall. Jetzt haben wir weitergedacht. Wir hatten unsere Verdachtsdiagnose und hatten dann den Patienten zusammen mit den Internisten mal untersucht und eine Elektrophorese gemacht. Sie kennen diese Bilder alle aus den Studien. Also eine Serum-Elektrophorese liegt hier vor. Die verschiedenen Fraktionen Alpha, Beta, Gamma. Und was auffällt ist, dass wir hier im Gamma-Bereich diesen deutlichen Peak haben. Normalerweise wäre hier auch nur eine kleine Welle sozusagen zu sehen. Insofern war die Diagnose einer Immunglobulinablagerung in der Kornea gestellt. Das ist eine seltene Sache. Insgesamt ungefähr 1% der älteren Bevölkerung kann sowas haben. Man nennt das eine monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz. Wenige dieser Patienten, circa 1%, bis 10%, so sind die Daten, gehen in multiples Myelom über. Insofern, wenn man solche Patienten sieht, ist es wichtig, sie zum Internisten zu schicken. Das ist dann nichts mehr für den Augenarzt. Hier sehen Sie aus einer Publikation verschiedene Befunde, wie sowas aussehen kann. Das muss nicht so aussehen wie bei uns, sondern es gibt wirklich bis hin zu einer assoziierten Limbus-Stammzellinsuffizienz, zumindest so ist die Publikation beschrieben, unterschiedlichste Ausprägungsarten. Es gibt auch Ablagerungen in seltenen Fällen in der Niere und es ist ein Bild einer Bindehaut, die hier gezeigt ist, wo kristalline Ablagerungen in der Bindehaut zu sehen sind. Das ist allerdings nur eine Einzelfallbeschreibung gewesen. Und im elektronenmikroskopischen Bild können Sie dann manchmal solche tubuliartigen Veränderungen sehen.
Das ist jetzt mehr was für einen Ophthalmopathologen als für den Kliniker, aber schöne Bilder. Das haben wir schon gesehen mit dem Peak. Da haben Sie nochmal die Auflistung. Und wenn Sie eine IgM-assoziierte Gammopathie haben, dann sehen Sie auch hier, wie beim Morbus Waldenström, die klassischen Schrotschussschädel. Das ist ja ein Bild, was man im Studium immer so im Blick hatte. Wichtig sind die Differentialdiagnosen. Die sind mannigfaltig. Wir haben ja gesehen, wie bunt das Bild ist. Hier ein Bild von einer Zystinose beim Jungen. Dann hier zu sehen ein peripherer Herpes, eine gittrige Dystrophie, nochmal ein oberflächlicher Herpes, Schniederdystrophien, die auch so ähnlich imponieren können. Bei der Patientin ist, wie gesagt, eine perforierende Keratoplastik gemacht worden, die dann circa 9 Monate postoperativ so aussah. Und ganz spannend fand ich in dem Fall, dass man im Spaltlampenbild dann ein Rezidiv genau. im Transplantat hatte. Und das ist auch beschrieben, dass die Rezidive da häufig auftreten. Und wie gesagt, in dem Fall hat die Patientin sehr gedrängt, dass man was Visus-Rehabilitierendes macht. Aber es ist eine Illusion zu denken, dass man das letztendlich dann am Auge damit behandeln kann. Ja. Das war mein Fall. Auch wieder ein interessanter Fall. Was würden Sie der Patientin, würde ich sagen, therapeutisch jetzt anbieten? Plasmapherese? Ja, solche Sachen sind möglich. Auch sind Fälle beschrieben, bei denen die Patienten mit einer Chemotherapie behandelt wurden. Also und dann Ablagerungen zurückgingen. Das ist auch der richtige Weg. Das ist eine Therapie des Internisten, keine Therapie des Augenarzts. Denn wir können diese Ablagerungen in der Kornea nicht behandeln, außer wenn wir eine systemische Therapie machen, die aber nicht immer indiziert ist. Also dieses MGUS bezeichnete Krankheitsbild, monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz, ist eigentlich nicht behandlungsbedürftig, wenn man keine internistischen Gründe dafür hat. Also wie gesagt, bei den 70-, 80-Jährigen ist es gar nicht so selten, dass man sowas bei einer Serumelektrophorese vorfindet. Also was mich interessieren würde, ist, war das jetzt denn nur einseitig? Also man müsste doch eigentlich erwarten, wenn das systemisch ist, dass das beidseits auftaucht. Aber sie ist auf der einen Seite nicht so kompromittiert, wie sie es kompromittiert, dass man da eine Therapie braucht sozusagen. Nee, sondern man hat dann gesehen, dass es nicht so viel bringt. Ab welchem Visus würden Sie den Internisten jetzt überzeugen wollen, dass er denn jetzt mit einer Plasmapherese oder einer Chemotherapie anfängt? Das ist ja tatsächlich dann schwierig. Ne? Sie müssen jemanden überzeugen. Ich erinnere mich an den Vergleich vom alten Fehlhagen, der sagte, der Mensch wiegt 75 Kilogramm, das Auge 7,5. Daran erkennen Sie die Bedeutung der Augenheilkunde in der Gesamtmedizin. Das ist ja manchmal so, dass wir, wenn wir dann zum Onkologen gehen und sagen, pass mal auf, der, nach unserer Ansicht bräuchte der was. Der sagt, nein. Ja. Also ich wäre da extrem zurückhaltend, denn eine Immuntherapie oder eine Chemotherapie ist sehr invasiv. Ja. Wir sind dann, wie Sie schon sagten, ein kleines Fach und die Nebenwirkungen bei so einer Therapie stehen in meinen Erachtens nicht in der Relation zu dem, was man dann gewinnen würde. Es ist auch die Frage, Sie mögen mich korrigieren, wie visuell einschränkend wirklich die Ablagerungen der Kornea sind. Im Nachhinein, es lag ja auch eine starkes Auge, ne? Genau, eine Katarakt vor, würde ich vielleicht erstmal den Weg wählen. Aber im Fundus war nichts, das war das Interessante. Aber oftmals sind ja tatsächlich die Befunde, die man in der Spaltlampe sieht, beeindruckend und die Patienten sind wenig beeinträchtigt. Das sieht man ja immer wieder. Das ist so, ja. Bei der Cornea farinata ist es ja auch so ein ähnlicher Befund eigentlich. Die geht ja auch so tief rein und es hat visuell überhaupt gar keine Signifikanz. Also deshalb finde ich es spannend. Was würde man jetzt anders machen? Kann man oberflächlich behandeln? Also die Frage wäre ja, ich meine, wenn man perforierend, würde man vielleicht zumindest eine vordere lamellierende Keratoplastik eher machen, wenn überhaupt. Mhm. Und was wäre mit so ganz oberflächlichen Behandlungen wie PTK oder sowas? So weit kommt man nicht, das reicht nicht. Die liegen tiefer. Da müssten sie zu viel wegschießen sozusagen. Das reicht nicht. Und die DALK wäre natürlich von der Abstoßungsreaktion das bessere Verfahren. Aber das Problem nach den perforierenden, wie auch bei den vorderen lamellären Verfahren, ist ja, dass wir den Astigmatismus haben. Das gleiche Problem. Und eine 80-Jährigen dann eine Kontaktlinse anzupassen, ist immer ein bisschen schwierig. Und es ist ja, ehrlich gesagt, leider nicht immer so, dass wir nur einen Astigmatismus regulär von 2 Dioptrien nach einem perforierenden Verfahren haben. Ja. Und auch da wieder das Risiko des Rezidivs, denke ich. Richtig. Ja. Genau dasselbe. Ja, sind wir wieder genau da, wo wir angefangen haben. Es gibt leider keine Augentropfentherapie. Ja. Bei der Zystinose gibt es ja was, da kann man Cysteamin geben.
Ist natürlich auch noch eine kinderärztliche Therapie notwendig und wichtig, aber bei den Engus-Fällen gibt es nichts. Wäre ja so das Wunschprogramm, dass man was hätte, was man am Lokal, am Auge, an, zur Bindung Absolut. Sozusagen geben könnte. Wir behandeln gerne unabhängig, das sehe ich auch so. Es ist ja auch das Schöne, dass wir im Auge unabhängig behandeln können. Wir haben dadurch, dass das Auge so an der Oberfläche liegt, die so Möglichkeit, Tropfen zu geben. Und wir können auch direkt drauf schauen. Das ist ja das Schöne an unserem Fach. Ja, ein anderes aber Fach sieht das auch ganz so. Ein toller Fall, der einmal wiederum zeigt, das, was wir an der Spaltlampe sehen, mag sehr beeindruckend sein. Ich denke, es ist wichtig, das Argument, das zu werten. Hat das wirklich Einfluss auf den Visus in der Art und Weise, insbesondere wenn noch Komorbiditäten vorliegen? In dem Falle hätte ich auch wahrscheinlich eher an eine Kataraktoperation gedacht, ohne Multifokallinse vielleicht in diesem Falle. Besser, ja. Zu empfehlen. Zur Visusrehabilitation. Aber ja, man kann sich dann mit der naheliegenden Therapie manchmal auch ein bisschen vergaloppieren. Und wichtig, ein einfaches Differentialblutbild mit einer Eiweiß-Elektrophorese wäre wahrscheinlich die erste Maßnahme zielführend gewesen, auch wieder hier dran denken an sowas. Ne? Genau, also das dran denken, wobei in dem Fall dran gedacht wurde. Also die Diagnose war klar, bevor man chirurgisch vorgegangen ist. Aber genau das, was Sie sagen, wir Augenärzte sind eben dann in gewissen Hinsichten dann doch nicht so nur beschränkt aufs Auge. Ja. Wir müssen an die anderen Sachen mit dran denken. Genau, und manchmal kann das ja auch was Bösartiges sein, was dann therapiebedürftig ist. Nicht? Genau. So ähnliche Ablagerungen gibt es ja auch bei Lymphomen dann. Ja. Ich bedanke mich bei meinen drei Gästen. Ich fand, es war eine sehr, sehr spannende Sendung. Das war unser fünftes ophthalmologisches Quartett zum Thema Kornea. Wie gesagt, herzlichen Dank an meine Gäste, Frau Katharina Latz, Frau Professor Anja Liegfeld, Herrn Professor Philipp Eberwein für diese tolle Sendung, bei denen nach meinem Dafürhalten wir wieder sehr, sehr schöne Fälle diskutieren konnten, die weit über den klinischen Alltag hinausgehen.